Ich zeige euch heute, wie ihr ein Palworld züchtet, was ihr dafür braucht, was es eigentlich bringt und auch, wie ihr Pals miteinander fusioniert, um neue zu bekommen. Let's go. Leah's Mind. Die Frage ist erstmal, warum solltet ihr überhaupt züchten wollen? Und ganz kurz gesagt, um stärkere und besondere Pals zu bekommen. Zum Beispiel dieses Pal hier gibt es nur an einer besonderen Stelle im Spiel zu fangen, aber ihr könnt es auch von vornherein einfach züchten und fusionieren, um das hier zu bekommen. Erster Grund also fürs Züchten, den Paldex damit voll zu bekommen, anstatt schwere Pals zu finden und fangen, einfach züchten und fusionieren. Und der andere Grund ist natürlich, um seine Pals stärker zu machen. Jedes Pal kann Passivfähigkeiten haben und diese Passivfähigkeiten können ziemlich krass das Pal verstärken. Einmal für den Kampf, aber einmal auch natürlich für euer Camp, dass es schneller besser arbeitet. Und wenn man eben Pals miteinander züchtet, kann man diese Eigenschaften mit etwas Glück übertragen, um sich somit dann zum Beispiel vielleicht ein perfektes Lymphmunk zu machen, das Forstmeister hat, aber dann auch zum Beispiel zusätzlich Handwerksmeister, um das Arbeitstempo auf 50% zu erhöhen und so weiter. Man kann 4 goldene Passivfähigkeiten haben, habe ich schon gesehen, auf ein einziges Pal. Also wenn ihr eine perfekte Base haben wollt, dann braucht ihr das perfekte Arbeiter-Pal dafür. Oder wenn ihr perfekt, nice, richtig krass kämpfen wollt, dann braucht ihr das perfekte Angriffs-Pal dafür. Und die kann man sich eben so zusammenzüchten. Und natürlich dadurch, dass ihr dann danach super viele Pals habt, die ihr nicht mehr braucht, könnt ihr die entsaften und dadurch das, was eben so unglaublich stark ist, mit 4 Sternen versehen und noch stärker machen. So, aber jetzt, was brauchen wir zum Züchten? Natürlich eine Zuchtfarm. Die Zuchtfarm schaltet man auf Level 19 frei bei den Technologien. Um die Eier auszubrüten, braucht ihr natürlich Brutmaschinen. Die sind hier auf der PC-Version eine antike Technologie. Ich habe gehört, auf der Konsolenversion ist es hier irgendwo vertreten. Aber auf jeden Fall schaltet das frei. Und dann könnt ihr eigentlich diese 2 Pals, die ihr züchten wollt, da schon reinschmeißen. Aber man braucht eben eine Sache, die das Ganze sehr langwierig macht. Und das sind Torten. Nur wenn hier Torten drin liegen, züchten die 2 Pals, die da drin sind. Und Torten sind sehr anstrengend herzustellen. Hier seit Ewigkeiten werden die ganze Zeit schon Torten hergestellt und ihr seht, wie langsam sich dieser Bereich füllt, selbst hier bei einem Level 2 Feuerpal. Ihr seht hier nämlich, die Torte braucht einfach mal 5 Mehl, 8 rote Beeren, 7 Milch, 8 Eier und 2 Honig. Um eine Torte machen zu können, brauchen wir Weizen. Das heißt, macht auf jeden Fall ein Weizenfeld. Dieses Weizen müssen wir zu Mehl verarbeiten. Also macht eine Mühle und lasst dort ein Pal natürlich mit Wasser die Mühle betreiben. Auch Beeren brauchen wir für die Torte. Und dann brauchen wir eben Milch, Eier und Honig. Und das hier ist die Viehfarm natürlich auf Level 5. Und da müsst ihr diese 3 Pals reinpacken. Und das ist eben das Huhn, die Kuh und die Biene. Ich zeige euch jetzt, wo ihr die findet. Ich glaube, das Huhn muss ich nicht sagen, wo man das findet. Aber die Kuh läuft hier in diesem Gebiet rum. Ist ein bisschen weit weg. Das Startgebiet ist ja so ungefähr das hier. Müsst ihr ein bisschen weiter raus und hier laufen Kühe rum. Mozzarinas heißen die. Und Bigard findet ihr in dem oberen Bereich hier. Ich finde es tatsächlich sehr einfach, bei diesem einen Fleck hier welche zu finden. Und wenn ihr auf der Karte guckt, seht ihr auch, an der Stelle ist tatsächlich Eliza Bee. Die ist aber in der Höhle versteckt. Die bringt euch gar keinen Honig. Die braucht ihr nicht fürs Züchten. Aber hier in der Gegend auf dem ganzen Weg hier sind die ganze Zeit Bienen, die ihr fangen könnt. Die geben euch auch Honig. Aber wenn ihr passiv eben Honig herstellen wollt, ohne danach grinden zu müssen in der Wildnis, dann eine Biene, eine Kuh und ein Hühnchen hier rein. Die 3 sind natürlich dann hier angestellt an meinem Camp und sind eigentlich auch so gut wie die ganze Zeit hier am Schuften oder am Auspressen von ihren Materialien. Ich habe festgestellt, als ich 3 Kühe drin hatte oder 3 Bienen oder 3 Chickens oder einfach mehr als die hier, sind die immer weggegangen und haben ihre andere Sachen gemacht. Die Bienen sind dann zum Beispiel die ganze Zeit Holzfällen gegangen und haben keinen Honig produziert. Obwohl ich sie hier, also ich habe ja wirklich, man kann die nehmen, würde ich euch auch empfehlen, nehmt die, stellt euch in die Farm hier rein und schmeißt die hier rein und dann steht hier links Zuweisung zu Viehfarm erfolgreich. Macht das mit allen 3. Aber als es sehr viele hier drin waren, habe ich das gemacht und sie sind trotzdem Holzfällen gegangen. Deswegen, ich habe von jedem nur 1 und sie produzieren halt jetzt relativ zuverlässig, produzieren sie das. Nur halt nicht so schnell. Man könnte halt vielleicht noch eine 2. Viehfarm machen und eine 3. Viehfarm machen und die genau zuweisen, klar. Je nachdem, wie schnell ihr wirklich Torten produzieren wollt. Aber meistens in der Zeit, in der so eine Torte gemacht wird, hat man schon wieder neue Zutaten dafür.
Leider, da das Essen ist, werden eure Pals, die transportieren, sie immer in den Futtertrog reinbringen. Dort können sie aber dann gegessen werden von den anderen, deswegen würde ich sie da einmal raustun. Und ich tue die dann, ich habe hier extra so eine kleine Truhe gebaut neben der Viehfarm und tue die da einmal rein. Dann apropos Futter, ich habe hier in der Zuchtfarm auch nochmal einen Futtertrog reingestellt, weil die beiden Zuchtobjekte, die hier drin stehen werden, werden die ganze Zeit essen wollen. Und anstatt dass sie rausgehen und dann irgendwo anders hingehen, können sie dann hier direkt einfach essen gehen. Und wenn ihr die Torte dann auch noch machen wollt und nicht selber davor stehen wollt, dann braucht ihr auch noch Feuerperls, die natürlich den Kochkessel antreiben. Apropos, ihr solltet den Kochtopf bis dahin haben. Nehmt den Kochtopf, da geht die Torte. Ich weiß nicht, wie man in einem Kochtopf eine Torte herstellt, aber okay. Das heißt, ich habe allein nur fürs Züchten eben zwei, die die ganze Zeit pflücken und säen für das Essen. Die drei, die die ganze Zeit hier produzieren von ihren drei Zutaten. Drei, die die ganze Zeit Torten anfeuern und zwei, die Wasser machen. So, solltet ihr dann Torten haben, was echt lange dauert, dann könnt ihr die, weil die werden natürlich schlecht, ihr könnt die in die Zuchtfarm hier reinlegen. Und hier werden sie nicht mehr schlecht. Seht ihr, die 20 Minuten ticken nicht runter. So oder so, ihr könnt immer wieder checken. Ne? Im Moment gibt es noch den Bug, dass wenn ihr sortiert, die Zeit zurückgestellt wird von den Sachen, dass sie nicht schlecht werden. Aber so oder so, in der Zuchtfarm wird die Torte nicht schlecht. Passt trotzdem auf, wenn die da drin ist. Wenn ihr da wirklich zwei Pals drin habt, dann werden die diese Torte nehmen und wegschlabbern ohne Ende. Also entweder ihr habt die Torte drin, wenn keine Pals drin sind, oder ihr wollt bewusst breeden und ihr wollt, dass sie die Torten essen. Passt auf, dass sie euch nicht einfach weggegessen werden von den beiden da drin. Und welche Pals kann ich miteinander züchten? Alle. Kurz gesagt, man kann jedes Pal mit jedem Pal züchten, ohne Probleme. Hauptsache, es ist männlich und weiblich. Am einfachsten ist es allerdings, einfach zwei gleiche herzunehmen, dann wird nämlich auch das gleiche rauskommen. Ich hoffe jetzt dadurch, dass ich Workaholic und Wild hier unten miteinander züchte, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ich auch ein Foxpax rausbekomme, das beide diese Fähigkeiten hat. Also wenn ihr einfach wirklich ein besseres immer weitermachen wollt, immer weiter, bis ihr das perfekte Foxpax zum Beispiel in dem Beispiel habt, dann nehmt natürlich zwei Foxpax und brütet die miteinander. Aber man kann halt wirklich jedes Pal miteinander züchten. Und was da rauskommt, ist ein bisschen kompliziert. Und dazu habe ich einen super Reddit-Post gefunden von Blehebel und die Person hat nämlich das Spiel Gedatamined und rausgefunden, wie tatsächlich das Breeden funktioniert. Ich lasse euch den Link natürlich in der Beschreibung. Klickt auf den zweiten Link, dann könnt ihr euch eure eigene Tabelle quasi auf Excel speichern. Und das hier ist die fette Tabelle. Es stellt sich nämlich raus, ihr könnt den Reddit-Post selber durchlesen, es ist ziemlich kompliziert. Jedes Pal hat einen Brütwert. Und diese Brütwerte werden dann eben beim Brüten kombiniert. Und dadurch entsteht eine neue Zahl, die eben genau bestimmt, welches Pal rauskommt. Das heißt, hier sieht man, wenn man ein T-Fant mit einem Fuak kreuzt, dann kommt immer ein Sparkit raus. Und es ist immer so. Das ist nicht Zufall, es kommt immer ein Sparkit raus. Und diese Rechnung ist so gestaltet, dass niemals etwas Besseres rauskommen kann. Es kann niemals etwas Selteneres rauskommen. Ihr könnt jetzt nicht irgendwas random breeden und dann kommt so ein krasses Leggy dabei raus. Das geht nicht. Und ihr geht dafür auf die Suche und gebt einfach das Pal ein, was ihr haben wollt. Ich gebe jetzt einfach mal Grintail ein. Und jetzt sollte rot markiert werden auf dieser Tabelle, wo das Grintail ist. Da ist eins. Grintail, da ist auch eins. Und dann sehen wir Grintail. Wir brauchen Incinerarm und Mossander. Wenn man die beiden kreuzt, kommt ein Grintail raus. Da das natürlich etwas umständlich ist, hat jemand natürlich schon eine Website dazu gebaut, wo ihr einfach auch eingeben könnt und es wird euch angezeigt, was ihr dafür braucht. Das heißt, wenn ich hier jetzt zum Beispiel ein Sibelix eingebe, seht ihr, was man alles kreuzen kann miteinander, damit Sibelix rauskommt. Also ihr könnt hier unten eingeben, was ihr wollt und dann wird euch angezeigt, was man nehmen muss. Oder ihr gebt hier oben ein, was ihr habt, zum Beispiel ein Blaze Howl und ein Beguard und es kommt ein Melpaka raus. So könnt ihr zum Beispiel sagen, hey, ich habe noch leere Stellen im Paldex, ich habe Bock auf Breeden, es ist einfach, ich habe genug Torten, gebe ich hier ein, was brauche ich, boom, ausbrüten, fertig, ich habe es für meinen Paldex. Jetzt gibt es aber noch besondere Kombos und die findet ihr hier unten und davon will ich jetzt eins bauen. Das sind nämlich, im Internet wird gesagt, Fusions, die man fuse. Ist nicht ganz richtig, sind einfach genauso gebrütete Pals wie auch alle anderen, aber sie sind halt sehr einzigartig, weil du brauchst eine bestimmte Kombo, es gibt keine zweite Kombo, es geht nur diese Kombo. Und das sind eben meistens die, die so einen anderen elementaren Look haben. Und ich habe Bock jetzt dieses Pyrin Noct hier zu bauen, denn ich habe ein Pyrin und ich habe ein Catress und Pyrin Noct sieht asozial geil aus. Deswegen, das brüte ich mir jetzt, weil ich habe die beiden hier. Hier drüben gibt es noch 5 Stück, die ihr gar nicht brüten könnt, außer ihr habt halt 2 davon, also mit sich selber brüten geht immer. Und das ist zum Beispiel Jet Dragon, eins der krassesten Legendären in dem Spiel.
Das könnt ihr erst brüten, wenn ihr wirklich Jet Dragon habt, zweimal. Aber so gut wie alles andere ist einfach brütbar mit anderen Pearls. Benutzt diese Tabelle, um das zu brüten, was ihr wollt. Und ich zeige euch jetzt, wie man brütet. So, ich probiere jetzt direkt die Fusion. Ich kann danach noch Fox Parks machen, um es euch zeigen. Aber die Fusion ist schon mal das Besondere und das Krassere, deswegen probiere ich das jetzt. Und dafür, ne, ich packe die jetzt einfach in das Camp rein, die zwei. Er sieht einfach geil aus, ne? Ihn nehme ich. Und ich gehe zur Zuchtfarm hin. Stell mich rein und schmeiß es rein. Dann steht der Zuweisung zur Zuchtfarm erfolgreich. Und dann nehme ich meine Catress, die gerade baden gehen will. Stellen wir es rein. Und dann steht hier, ihr seht sogar Paarung. Es funktioniert. Es knistert nur so zwischen den beiden. Oha. Ich nehme jetzt die anderen Torten mal raus, damit nicht direkt... Weil es geht immer noch weiter, ne? Ja. Ich nehme jetzt die andere Torte mal raus, damit jetzt nicht direkt weiter geschnackselt wird, sondern dass wir wirklich dieses eine Ei haben. Apropos hier, schauen wir mal ein knisterndes Jumbo-Ei. Was ist hier drin? Ah ja, ein Beacon. Der Kreis ist jetzt voll, das heißt, sie haben jetzt gezüchtet. Sie haben jetzt sich gepaart, aber damit es auf die Welt kommt, braucht es quasi eine Geburtstagstorte. Oh Gott. Also dann zum Beispiel, wenn der Kreis voll ist, oder man lässt sie einfach drin natürlich, tue ich eine Torte rein und seht ihr, es ist sofort weggegangen. Ich tue sie wieder raus. Und zack, boom, ist hier ein fettes Jumbo-Ei. Übrigens, ihr müsst nicht aufpassen, die Eier wegzunehmen. Dieses ganze Ding füllt sich mit Eiern ohne Ende. Ihr müsst die nicht wegnehmen oder sowas, dass das nächste Ei kommt. Die würden einfach direkt weitermachen, wenn jetzt noch eine Torte da wäre. Beziehungsweise sie machen schon weiter. Die Torte brauchen sie danach als Belohnung. Und jetzt kann ich eben dieses heiße Jumbo-Ei nehmen und ich packe das in meinen Brütkasten. So, für das Video habe ich jetzt eine Option eingestellt, dass Eier sich sofort ausbrüten. Ich zeige euch gleich noch bei den Füchsen dann, auf was ihr aufpassen müsst, dass die Eier schneller ausbrüten. Aber das hier ist jetzt schon ausgebrütet. Wir wollen die Fusion checken. Und hat es geklappt? First try. Oh, damn. First try. Handwerksmeister und Festungskommandant. Oh, wow. Dafür brauche ich einen Sattel. Oh, ja, und das ist direkt am vollsten. Okay. Oh mein Gott, chill. Wir sehen hier, mein Pyrin hatte Drachentöter und mein Catress hatte Handwerksmeister. Und mein Pyrin Noct hat jetzt Handwerksmeister und noch andere coole Sachen wie Festungskommandant. Dann machen wir jetzt die beiden Füchse und schauen mal, ob das auch klappt mit Wild und Workaholic. Wir sehen, die beiden sind da drin, männlich-weiblich, es funktioniert. Ich habe eine Torte rein und jetzt müssen wir wieder warten, bis die Paarung fertig ist. Und bevor sie schlafen gegangen sind, haben sie noch ein Ei gedroppt. Nehmen wir das mal. Das ist jetzt kein Jumbo natürlich, das ist nichts Besonderes, das ist nur ein Füchschen. Aber das tue ich jetzt hier rein. Und das wollte ich euch jetzt eben zeigen. Jetzt steht da etwas kühl. Bruttempo plus 50%. Es kommt darauf an, was das für ein Ei ist. Ein Feuerperl braucht natürlich eine hohe Temperatur. Ein Eisperl braucht eine niedrige Temperatur. Aber da steht halt, ob es zu kalt ist, zu warm ist und so weiter. Etwas kühl heißt, es muss ein bisschen wärmer sein. Das heißt, ich baue da einfach jetzt ein Lagerfeuer daneben. Und ihr seht, jetzt steht da sehr angenehm Bruttempo 100% und es ist nur noch 2 Minuten, bis das Ei fertig ist. Wenn ihr jetzt natürlich ein Eisperl brütet, dann müsst ihr daneben einen Kühlschrank bauen. Es gibt so einen Eiskühler, den man bauen kann und dann wird alles außenrum kälter. So, Eis fertig, wir holen es raus und schauen wir mal, was es für Fähigkeiten gekriegt hat. Und ihr seht schon, 3 goldene Fähigkeiten. Ich glaube, ich bin lucky, das sollte nicht selbstverständlich sein. Und ich hatte einen Platz im Team frei, deswegen ist es jetzt direkt hier. Wir haben Workaholic, 50% hält es länger aus. Angriff 20%, eigene VTD plus 10% Verteidigung und eingebildet ist auch noch, da ist nicht so gut. Das heißt, ich würde das jetzt wahrscheinlich in die Zuchtfarm reintun und mit dem brüten, was ich lieber habe von den beiden und nochmal probieren. Immer die besten zusammentun, so wie halt Züchten funktioniert. Was für euch perfekt ist, müsst ihr natürlich entscheiden. Wollt ihr eins, das besonders gut Feuer machen kann, besonders schnell arbeiten kann? Habt ihr bei den krasseren vielleicht dann die Absicht natürlich, dass es richtig starke Kämpfer werden? Aber ja, das ist das, was ich jetzt hier im Video gebrütet habe. Wir haben Workaholic und Wild gebrütet und es kam raus Workaholic, Wild und noch zusätzlich eine goldene und eingebildet. Angriff und sowas ist natürlich schwer zu beurteilen, jetzt wo ich nur eins gebrütet habe. Aber auch hier Angriff, Verteidigung, Arbeitstempo werden sich unterscheiden. Sucht einfach immer die besten raus und kreuzt die wieder miteinander. So wie halt nun mal Züchten funktioniert, auch in unserer echten Welt.
So, das war's von mir. Habe ich irgendwas vergessen? Schreibt es unten in die Kommentare rein. Dieses Video bleibt quasi der Brütguide für Palworld. Wenn ich noch weitere Sachen rausfinde, wie zum Beispiel irgendwelche Wahrscheinlichkeiten, dass etwas passiert, weil wir wissen noch nicht viel über Wahrscheinlichkeiten, auch nicht bei Lucky Pairs oder sowas. Wenn ihr mehr wissen wollt, scrollt einfach ein bisschen runter und ihr seht einen Kommentar, wo zusätzliche Informationen drinstehen, falls wir mehr rausfinden. Aber das war's. So brütet man, fusioniert man. Ich hoffe, es hat euch geholfen und viel Spaß beim Brüten. Bye, bye.